Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Half-Life. Nein, Quatsch, wo bin ich denn? Ich bin in The Long Dark. Auf dem Schwierigkeitsgrad Interloper mit Rick. Und wir müssen ganz dringend mal kurz was trinken, bevor ich jetzt hier weiter anfange zu erzählen und vergesse, dass wir was trinken müssen. Denn unser Zustand lässt natürlich zu wünschen übrig, wie das zu erwarten war auf diesem Schwierigkeitsgrad. 2 Stunden Dunkelheit übrig. Pass auf, wir werden nochmal eben kurz was essen. So. Und dann werde ich nochmal 2 Stunden schlafen. Damit wir zum einen Helligkeit verursachen und zum anderen natürlich ein bisschen ausgeschlafener sind. Und jetzt haben wir nochmal 2% mehr Zustand, was ja grundsätzlich schon mal so nicht schlecht ist. So, und jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Wir müssen gucken, was wir machen. Was haben wir denn an Brennmaterialien? An Brennmaterialien haben wir eigentlich noch relativ viel. Den würde ich natürlich jetzt gerade ungern auseinandernehmen, weil es einfach sehr, sehr lange dauert. Ne? Auf der anderen Seite wäre es irgendwie total sinnvoll, das Zeug hier erstmal trocknen zu lassen. Ne? Passt auf, wir werden Folgendes machen. Ich werde den Stuhl doch zerlegen. Wir werden uns noch ein bisschen hier im Turm aufhalten. Einfach aus dem Grund, dass ich gerne... habe ich dich gesehen, du... Versteckendes Nähzeug. So, den werden wir auseinandernehmen. Einfach mal gucken, ob wir hier so grundsätzlich vielleicht noch was finden. Und ich, warum will ich das wirklich tun? Ich überlege halt gerade echt. Wir gehen jetzt gerade erstmal raus und machen nochmal ein Feuer. Denn zum einen würde ich gerne die Pfirsiche garen und wir brauchen auf jeden Fall ein neues Wasser. Und das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall mal versuchen, ein Feuer zu machen. Und es ist Sonne. Sunshine. Sunshine Reggae. So, natürlich mit einem Buch. Probieren wir mal. Minus 19 Grad ist halt echt auch nicht gerade warm. Deswegen werden wir hier ziemlich schnell frieren, obwohl wir ein Feuer machen. Ich werde ein bisschen Altholz reinschmeißen ins Feuer. Denn ich würde ja gerne ein bisschen Wasser machen, am liebsten noch 5 Liter, damit wir da wieder ein bisschen besser aufgestellt sind. Komm, Feuer. Come on, little fire, come on. Come on, little fire, come on. Oh, alright. Alright, oh yeah. So, pass auf. Und ich werde noch ein Zedernholz dazugeben. So, und dann werden wir erstmal die schimmeligen Spitzenpfirsiche garen. 10,5 Grad Heizleistung ist halt echt nicht viel. Achso, es wachstet noch. Es war noch Stillstand. So, frische Tomatensuppe. Pass auf, die gare ich auch direkt mit, weil das Feuer brennt einmal, ne? Und die Zeit reicht locker für 5 Liter Wasser auch. Solange es mir hier warm ist, ist das eigentlich völlig egal. Da können wir das ruhig machen. So, den Kräutertee und die Hagebutte würde ich natürlich auch gerne machen. Pass auf, wir machen das jetzt erstmal so. Ich schmeiß nochmal Zedernholz rein. So. Und dann mache ich erstmal 5 Liter Wasser. Halt, stopp. Mache ich nicht. Nicht schon wieder denselben Fehler. Ich glaube, unser Kochskill ist auf Level 2 gegangen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Kochen Level 2. Sehr schön. So. Dann werde ich jetzt mal 5 Liter Wasser machen. Und wo wir dann gerade hier stehen, werde ich dann den Kräutertee noch zubereiten und die Hagebutten noch zubereiten. Ich hätte vielleicht, bevor ich das Feuer gemacht habe, nochmal hier rumlaufen sollen, denn ich glaube, wir haben noch ein paar Hagebuttensträucher und Bartflächen und sowas hier rumstehen in der Gegend, aber es ist nicht so schlimm erstmal. Das kann man ja immer noch machen. Aber ich werde jetzt erstmal versuchen, hier ein bisschen Zeit zu verbringen, um vielleicht die Gelegenheit zu haben, dass die Pelze und die Därme schon mal ein bisschen trocknen können. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Aber 2 getrocknete Pelze und 2 getrocknete Därme sind schon mal besser als gar nichts. Klaus, du bist so klug. Deine Weisheiten erfüllen unser Leben mit Sonne.
Mache ich gerne, absolut. Mache ich absolut gerne. Finde ich, kann man auch so mal sagen. So, dann haben wir nämlich jetzt im Prinzip hier alles gekocht, was man kochen kann. Und das ist ja schon mal so nicht schlecht, ne? Guck mal, pass mal auf, das Feuer brennt ja noch. Dann sprinten wir doch gerade mal hier rüber zu den Hagebutten. Was wir haben, das haben wir. Was wir haben, das haben wir, Mama. So, ne? Feuer brennt noch. Kurz mal hier in die Gegend gucken. Aber ich glaube, das waren die Hagebutten, die ich noch liegen lassen habe. Deswegen schnell wieder zurück zum Feuer. So, dann können wir nämlich nochmal Hagebutten kochen. Sehr schön. So, und aus der restlichen Zeit mache ich, glaube ich, nochmal. Ich mache mal nur 2,5 Liter, weil ich nicht genau weiß, ob das mit der halben Stunde auf dem Schwierigkeitsgrad pro Liter Wasser schmelzen und kochen immer noch gilt. Sicher ist sicher. Und bevor ich hier unsicheres Wasser im Inventar habe, was ich dann nicht benutze. Aber es scheint so. Ja, komm, wir machen nochmal 1,5 Liter dahinter, ja? So, und dann haben wir erstmal wieder ausreichend Wasser, um uns die nächste Zeit über Wasser zu halten. Hier kommt The Storm. Dann nehme ich mir doch immer so einen Fackelstock mit. Rein in die Bude. So. Dann können wir nämlich hier drin auch nochmal ein bisschen besser ausleuchten. Und gerade nochmal schauen, ob wir wirklich nichts übersehen haben hier in den Ecken. Und insgesamt und überhaupt und im Speziellen. Mal hier oben auf die Schränke und Regale gucken und so, ne? In alle Winkel und Gassen schauen. Hier sieht es eigentlich soweit ganz gut aus. So, dann gucken wir hier natürlich noch. Oh. Ja, ein Hammer! Drop something. Nein, wir haben einen Hammer gefunden! Wir haben einen Hammer gefunden und eigentlich ist jetzt die Zeit gekommen, wir haben alles, was wir brauchen, um zum trostlosen Ort zu gehen und uns dort Messer und Beil zu schmieden. Wir haben im Prinzip alles, was wir brauchen. Und das ist eigentlich sehr sensationell, ne? Das ist ziemlich sensationell, wenn ich das so sagen darf. So, dich schmeißen wir mal weg. Pass auf. Da wir aber, ich würde natürlich trotzdem gerne hier noch ein bisschen bleiben, ne? Was für mich bedeutet, ich trinke jetzt gerade erst nochmal was, beziehungsweise, ja doch, ich muss ein bisschen was trinken. So, nicht ganz voll. Ich werde hier den Metallschrott noch mitnehmen, von den Regalen. Na, das müssten wir zwar nicht unbedingt. Aber es schadet halt auch nicht. Ja, ich muss auch noch mal was trinken, ein bisschen. So. So. Wie viel Prozent hat die Säge jetzt verloren? Alter, die hatte 72% noch, ne? Junger Vater. Achso, dann habe ich übrigens noch einen ziemlich guten Tipp bekommen, den ich nicht wusste. Man kann jetzt seit dem neuen Patch Holz auch mit der Säge sammeln. Und das ist natürlich nicht so uncool, ne? Das ist eigentlich nicht so uncool. Pass auf, hier machen wir aber nochmal kurz ein bisschen Trinki-Trinki. So. 3 Stunden, das ist eigentlich viel zu lange. Komm, wir machen das trotzdem. Jetzt keine Hektik aufkommen lassen. Ne? Wir können uns das ruhig erlauben, hier ein bisschen rumzugammeln noch. Und habe ich den nicht durchsucht? Das kann ich mir fast kaum vorstellen. Die Schränke habe ich auch durchsucht. Oder habe ich die nicht durchsucht? Ich durchsuche mal die Schränke. Bin ich einfach nur reingegangen und habe nicht die Schränke durchsucht? Also ich meine, das ist mir ja durchaus zuzutrauen. Ne? Das ist ja nicht so, als ob mir das nicht schon mal passiert wäre. Ne? Guck mal, den Stuhl. Und dafür werde ich nicht den Hammer benutzen. Das mache ich aber auch nicht so. Nee, pass auf, wir werden... Was?
20% gedrückt. Wir werden jetzt erstmal schlafen. Wir werden jetzt erstmal schlafen. Die restliche Zeit zumindest. Pass auf, wir essen hier ein paar Pfirsiche. Und oh, schimmeliges Rehfleisch. Verdammt. Das war blöd. Warum habe ich das denn nicht rausgeschmissen? Ich schläge das gerade mal nach draußen. Ich schläge das gerade mal nach draußen, damit es nicht noch schlimmer wird. Denn wir brauchen das gerade eigentlich noch nicht zum Essen. So. Verdammt. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich bin auch manchmal ein Schussel. So, und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Erstmal mal was trinken. So. Und wir brauchen jetzt überhaupt keine Hektik aufkommen zu lassen. Ne? Das heißt, wir können jetzt hier ruhig erstmal ein bisschen schlafen. 5 Stunden. Ein bisschen Zustand regenerieren. So. Perfekt. Und dann werden wir hier drin nochmal kurz ein bisschen arbeiten. Mindestens den Stuhl hier vorne noch zerlegen. Aber das mache ich nicht mit dem Hammer, das mache ich ganz normal mit den Händen. Den Hammer verwahre ich mir jetzt gerade echt auf. Obwohl wir natürlich durchaus... Die habe ich durchsucht. Obwohl wir natürlich durchaus den Hammer reparieren könnten. Das muss ich hier aber nochmal gucken. Ja, sonst habe ich alles durchsucht. Okay, so. Joa, dann haben wir im Prinzip alles, ne? Und ich würde jetzt echt fast sagen, wir machen uns auf direktem Weg. Na, das können wir natürlich noch erforschen, ne? Das macht zwar eigentlich keinen Sinn, weil wir kein Gewehr finden können. Nee, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, ne? Das ist so unsinnig, dafür 4 Stunden zu opfern. Das macht echt keinen Sinn. So, das Ding ist, wir haben kein Leder gefunden bisher. Deshalb wird das mit den Schuhen ein bisschen blöd. Ich hätte eigentlich gerne ein paar Schuhe gehabt, ne? Aber haben wir nicht. So, pass auf. Dann machen wir das wie folgt. Ich sammle jetzt gerade mal kurz das Stück Rehfleisch ein. So, das werde ich jetzt auch essen. Muss ich jetzt essen? Und Gott sei Dank keine Lebensmittelvergiftung. Wie sieht es mit dir aus? Das hat noch 50%. Das heißt, das lasse ich nochmal kurz da liegen. So, und dann werden wir hier nochmal was trinken. So. Und dann werden wir mit den Kalorien, die wir da haben, schlafen. Um ein bisschen Zustand zu regenerieren. Prost. So, 67%. Wir sind komplett erholt aufgewacht. Unser Gewicht sagt, wir sind allerdings noch eigentlich noch ein bisschen zu schwer. So, pass auf, wir schauen uns mal den Trocknungsgrad unserer Sachen hier an. 37%. Fehlt noch ein bisschen, ne? Und ich werde jetzt ausnahmsweise was machen, was ich normalerweise nicht machen würde. Ne? Ich nehme mir jetzt das Stück Rehfleisch, werde das noch essen und dann werden wir die nächste Nacht hier noch bleiben. In der Hoffnung, dass wir in der Zeit unseren Zustand zumindest annähernd an die 100% bringen. So, keine Lebensmittelvergiftung, das war eigentlich das Wichtigste. So. Und wir werden jetzt hier... da, so, ein bisschen warten einfach. So, wir verbrauchen unheimlich viele Kalorien natürlich beim Warten, ne? Das ist in der Tat ein bisschen blöd. So, das soll uns erstmal vom Warten her reichen. Nochmal was trinken. Und dann werden wir jetzt nochmal versuchen, 5 Stunden zu schlafen. Also, die werden wir nicht ganz hinkriegen, ne? Aufgrund der Tatsache, weil wir einfach nicht so erschöpft sind, wie wir hätten sein können. Und
Und jetzt würde ich sagen, pass auf, wir warten nochmal 4 Stunden. Ich werde jetzt erstmal nichts mehr essen. Wir werden dadurch wieder ein paar Prozent verlieren, aber wir werden natürlich auch dann danach nochmal schlafen und hoffentlich dann in der Zeit nochmal ein bisschen Prozente aufbauen. So. Wir füllen unseren Magen mal mit Wasser. So, wir wissen nicht, wie lange es noch dunkel ist, ne? So lange kann es eigentlich nicht mehr dunkel sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Was mich dazu führt, dass wir Folgendes machen. Mal eben die 2 Glimmstängel hier noch essen. So, ich muss mal die Uhr im Auge behalten, ne? Ach, die Uhr sagt alles im grünen Bereich. So. Und dann werden wir ja, maximal 4 Stunden schlafen wollen. Immer noch dunkel. Ist immer noch dunkel. Beziehungsweise, nee, so dunkel ist es gar nicht mehr, ne? Es dämmert auf jeden Fall schon. Okay, aber draußen ist natürlich noch Sturm, ne? Das ist ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir uns echt gut überlegen, was wir tun, ne? Wir haben hier noch 750, 1250 Kalorien plus ein bisschen Kräutertee. Und ich glaube, davon werde ich jetzt gerade erstmal einen trinken. Ja, quasi perfekt. So, dass wir ein paar Kalorien noch auf Vorrat haben. Dennoch. 50% ist das jetzt getrocknet, ne? So lange werden wir hier nicht mehr aushalten können, aufgrund der fehlenden Kalorien. Pass auf, wir warten nochmal eben ein Stündchen. Reicht schon, reicht schon. Sturm ist vorbei. Das Ding ist, jetzt wird es draußen einfach schweinekalt sein. Und das ist natürlich relativ blöd, wenn ich das so sagen darf. Und der Zustand der Sachen hier ist halt auch relativ doof, ne? Das ist schon relativ kaputt, ne? Aber es ist schon auch zur Hälfte getrocknet. Das passt so insgesamt. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Also das Schnellste, würde ich sagen, wäre, wenn wir von hier aus jetzt einfach Richtung gewundenen Fluss gehen. Das wäre eigentlich das Schnellste. Also quasi über den Staudamm zur Küstenstraße. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Ich glaube, ich wähle diesen Weg. Und werde versuchen, mich möglichst zu beeilen. Ich weiß, es ist schweinekalt. Das kriegen wir aber gerade einfach nicht beseitigt. Und ich werde versuchen, jetzt den direkten Weg Richtung Küstenstraße einzuschlagen. So direkt das halt geht. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Ich bin irgendwie komisch gelaufen gerade. Also für mich komisch. Dass ich die Orientierung verliert habe. Wir frieren natürlich jetzt echt relativ schnell. Ne? So, ich gehe jetzt aber hier kurz mal ein bisschen erhöhter, denn ich muss gucken, wo hier eventuell Wölfe rumlaufen. Da hinten läuft, glaube ich, schon einer. Jo, da hinten läuft einer. Deswegen werde ich mich mal hier schnell vom Acker machen. Und ich glaube, dass ich werde das so tun. Ich werde über den Staudamm gehen. Zum einen haben wir im Staudamm nochmal die Möglichkeit, einfach relativ viel Loot zu finden. Also im Verhältnis natürlich, ne, für am Schwierigkeitsgrad gemessen. Und zum anderen ist der Weg von hier aus gesehen ist einfach viel, viel leichter dahin. Und ich hoffe mal, dass ich relativ zuverlässig jetzt den Weg finde. Ich habe mir nebenbei mal eine Karte aufgemacht. So, und ich muss mir das hier jetzt gerade mal ein bisschen lauter machen, damit ich eventuell ein bisschen mehr Geräuschkulisse wahrnehme. Ja, da kann ich jetzt gerade nichts gegen tun, oder da will ich auch gerade gar nichts gegen tun. Viel zuverlässiger hätten wir den Höhleneingang nicht finden können, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube einfach, dass das der bessere Weg ist. Ich glaube, dass das der bessere Weg ist, weil am gewundenen Fluss
haben wir erstmal nichts zu befürchten. Da ist erstmal relativ ruhig, hoffe ich zumindest. Und wir können uns jetzt hier in der Höhle erstmal ein bisschen erholen, temperaturtechnisch. Hoffe ich zumindest. Und wir haben Leuchtmittel. Wir haben uns ja extra aus Petroleum zwei Fackeln hergestellt. Das reicht uns auch für den Weg. So, und haben wir jetzt hier keine Leiche liegen? Och, komm schon. Boah, das Spiel ist so gemein zu mir. So. Der Hammer war einfach der Schlüssel, ne? Es ist allerdings natürlich so, wenn wir an der Küstenstraße ankommen, dass wir im Prinzip einen relativ weiten Weg haben, natürlich, ne? Das muss man sagen. Wir werden einen relativ weiten Weg haben, um zum trostlosen Ort zu kommen. Das ist der Nachteil an diesem Weg jetzt hier. Ich hoffe aber einfach, dass der Vorteil, dass wir im Staudamm vielleicht das eine oder andere Nützliche noch finden können, dazu führt, dass wir den längeren Weg ganz gut in Kauf nehmen können. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich so ist, dass an der Küstenstraße einfach ganz viel, oh ja, hier, oh, schön, ganz viel Unterschlupf immer in Reichweite ist, ne? Deswegen ist es, finde ich, nicht so schlimm. So, mal gerade gucken hier. Ich werde auch hier auf relativ direktem Weg rausgehen. Das wäre natürlich insgesamt eigentlich relativ schön, wenn wir uns hier komplett aufwärmen könnten. Das sehe ich momentan noch nicht. Wir haben noch einen Nachteil bei diesem Weg. Wir müssen im Prinzip, mal kurz überlegen, wir müssen zwangsläufig jetzt bis zur Küstenstraße durchlaufen, ne? Denn wir haben auf dem Weg kein Bett. So, die können wir wieder ausmachen. Wir haben auf dem Weg kein Bett. Gefühlt 1 Grad und wir haben einen 82% gefrorenen Rehkadaver. Oh, wie super ist das denn? Pass auf. Das Ding ist, wir können hier nicht schlafen. Wir können hier nirgendwo schlafen. Kann man sich hier eine Schneehütte bauen? Benötigt 15 Stöcke und 5 Stoff. Oh. Das ist dann wohl hier ein bisschen höher, ne? Und wir haben keine 15 Stöcke, wir haben nur 7 Stöcke. Und der Kadaver. Okay, pass auf. Wir machen das wie folgt. Wir werden jetzt hier ein bisschen essen. Denn ich werde jetzt die Wildnisküche, das Buch, nochmal eben erforschen. So, und das wird vermutlich nicht ganz ausreichen. Forschung. Ich werde das trotzdem so machen. Wir hören ja eh automatisch auf, ne? Zack. 2 Stunden Restzeit übrig. Okay, pass auf. Dann essen wir das hier auch noch. Muss ich einfach machen, denn der Kochskill ist hier auf dem Schwierigkeitsgrad mit einer der elementaren Sachen. Deswegen macht es durchaus Sinn, das auch, na, komm schon, na, hier so, das auch alles zu erforschen. In der Zeit werden wir auch wieder ein bisschen warm, was auch super ist. So, und jetzt machen wir hier, also wir haben eh keine andere Wahl außer mit der Säge, deswegen machen wir das komplett auseinandernehmend hier. Natürlich haben wir jetzt einen Sturm. Und deswegen werden wir jetzt hier nochmal ein Feuer machen. Wir machen hier nochmal ein Feuer. So. Mit den Streichhölzern. 80%. Und dann werden wir erst nochmal die 2 Stücke Reh garen. Ich hätte im Prinzip die Därme und die Felle, glaube ich, rausschmeißen können. Ne? Hier in der Höhle trocknen die ja auch. Wären ein paar Prozent gewesen. Ne? Habe ich nicht gemacht. Macht aber nichts. So. Und das bedeutet für mich jetzt, ich hatte eigentlich vor, nur diese Folge aufzunehmen, aber da wir
jetzt zwangsläufig, weil wir keine Betten zum Schlafen haben. Wir müssen zwangsläufig jetzt bis zur Küstenstraße laufen. Ne? Weil wir sonst... Ja, oder halt am Rätselsee irgendwas erreichen. Aber bis wir am Rätselsee irgendwas erreicht haben, sind wir auch theoretisch bis zur Küstenstraße gelaufen. Damit wir da irgendwo schlafen können. Ne? So. Wir sind schon wieder auf 70% runter. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist echt uncool. Wir kommen hier am gewundenen Fluss raus, ne? Aber der Sturm ist natürlich echt doof. Der Sturm ist echt doof und ich habe keine andere Wahl. Ich werde jetzt kurz ein bisschen was essen. Ich hau das ganze Reh jetzt einfach weg. Und dann werden wir hier kurz 2 Stündchen warten. Was dazu führt, dass es draußen natürlich dunkel wird. Auch nicht das Cleverste, ne? Aber bei Sturm rauszugehen ist halt einfach echt blöd. Ich werde nochmal 2 Stündchen warten. Okay, wobei, warte mal, wir haben ja jetzt hier gespeichert, ne? Wir haben jetzt hier gespeichert. Dann ist es doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir nämlich hier jetzt einen Cut. Ich nehme trotzdem noch eine Folge im Anschluss auf. Denn wir müssen hier auch zwangsläufig irgendwann wegkommen. Ne? Ich werde im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Ja, der Hammer war ein Segen, muss man so sagen. Ne? Das war echt gut. Und ich werde jetzt versuchen, schnellstmöglich, aber natürlich so sicher wie möglich, auch Richtung trostloser Ort zu kommen. Und wir werden im Staudamm hoffentlich nochmal das ein oder andere finden, was uns hilft, ein bisschen besser zu überleben. Klamotten wären echt super. Ein paar andere Stiefel wären vor allen Dingen echt super. Das wäre nicht schlecht. Okay, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns mit Rick in der nächsten Folge von The Long Dark auf Interloper wieder. Bis dahin. Tschüss.